Wie kann mir der weiterhelfen? Kann mir der überhaupt weiterhelfen? Ich will ja da oben drauf. Den Klotz kann ich nicht irgendwie nehmen oder sowas, oder? Den kann ich nur schieben. Weil sonst dachte ich mir, ja, den nehmen und dann halt irgendwie schmeißen. Und wenn ich ihn dann geschmissen habe, dann kann ich den auch da so machen. Ach, wieso mag der jetzt da nicht irgendwie drüben bleiben? Wenn ich den geschmissen habe, dann kann ich da das so machen und... Jetzt weiß ich gerade selber nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach ja. Könnte ich es halt eben machen. Ah! Ich kann den aufheben. Gut zu wissen. So. Das war schon mal der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Aber das Steinchen sagt ja runter damit. Was bringt der uns unten? Ich verstehe das nicht so ganz, was der uns unten bringen soll. Was bringt der uns unten? Was bringt er uns? Was bringt er uns? Bestimmt ein gutes neues Jahr. Schieb! Komm es! Schieb! So, jetzt haben wir das Steinchen schon mal unten. Vielleicht muss der ja genau über den sein. Weiß ich nicht so recht. Mist. Unter dem. Geht das überhaupt? Dass ich den unter den machen kann? Doch, müsste eigentlich schon funktionieren, oder? Nehme ich in dem mal den da und noch ein Klötzchen weiter. Da so. Hier hin machen. So, bringt das jetzt was? Nö. Nee, bringt nix. Gut zu wissen. Nö. Nö. Einfach nö. Nö. Ich hab echt gerade keinen Schimmer, was ich mit dem Glotz anstellen soll. Wofür ich ihn gebrauchen könnte. Ja, da war gerade ein... Der wollte mal was sagen. Was will er denn sagen? Hallo? Rede mit mir! Tod, rede mit mir! Der will doch da zu dem Stein was sagen. Wieso sagt dann nichts? Ich drücke hier doch auf Pfeil nach oben. Und auf String sagt er auch nichts. Mag wohl kein String-Tanger. Ach, jetzt? Ach so! Ach, Mensch! Jetzt wissen wir's. Ich soll den da nicht drunter platzieren, sondern ich soll die Kiste auf den Stein draufstellen. Wer kommt da bitte drauf? Wer ist so verrückt und findet sowas? Muss ich die Kiste jetzt wieder... Ach, falsche Taste. Ich muss die Kiste da ernsthaft A runterschmeißen und B nochmal auf den Ding drauf holen. Toll. So. Hochklettern. Da hoch. Und dort hoch. Hoch. Mein PC ruckelt. Und dort hoch. Und jetzt müssen wir wieder den Umweg nehmen, weil ganz normal hoch kommen wir ja nicht. Dafür sind wir ja zu klein und können nicht hoch genug hüpfen. So, drehen und gleich nochmal drehen. Und drehen.
drunter hüpfen. So. Das hätte man doch bloß mal einer sagen müssen. Huch. Ach, die Tür geht jetzt hier auf. Dann legen wir doch mal die Kiste da ab. Du hast es geschafft! Du hast einen Geheimgang entdeckt! Ja, war klar. Wusste ich schon. Das ist meine Spezialität. Da ist schon wieder so ein Druckknopf. Oh nö. Und lauter Tetris-Figuren, die hier so rumschweben. Naja, das gerade, wo ich drauf bin, ist zwar keine typische Tetris-Figur, aber wenigstens ist die Musik gerade schön. Komm ich denn da irgendwie da drauf hier so? Nö. Na toll. Ja. Unsere Verlängerungszeit ist vorbei. Und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Würfel komplett! Da-da-da-da! Bis dahin, tschüss! Jo, in der letzten Folge bei Fez habt ihr gesehen, wie wir einen Würfel komplett gemacht haben, und zwar den 19. Würfel, den wir bis jetzt besessen haben. Und ich finde das ein ziemlich gutes Ergebnis. Ah. Und wir haben auch gelernt, wie wir diese Dinger hier benutzen, was ihr gerade gesehen habt. Und ich hatte mich ja in der letzten Folge schon gewundert, wie wir da an diesen Würfel rankommen. Jetzt wissen wir es. Ich bin froh drum. Und somit gehen wir gleich weiter mit einem kurzen Blick auf die Karte. Nö, da ist nichts mehr. Gut, und hinein. Ach Gott. Ach Gott. Ja. Ich kann mir schon was denken. Wir müssen die Kiste da hoch befördern. Und das wird ziemlich schwierig, weil unser Gommis mit Kisten nicht sehr weit hüpfen kann. Obwohl, so schwierig wird es eigentlich gar nicht. Ist sogar ganz einfach. So. Bitte sehr. Hui! Cool. Und hinein. In die nächste Welt. Endlich kommen wir hier mal wieder voran. Na, super. Sagte sie und entdeckte, dass die nächste Welt nur aus einem... Entschuldigung. Nur aus einem paar Glötzen besteht, die da so herausragen, und auf dem ganz oben ein gesamter Würfel ist. Der 20. Wow, ich freue mich. Wir haben schon 20 normale Würfel. Und da ist auch gleich ein Portal. Das ist ja praktisch. Hinein. Mal sehen, wo wir rauskommen. Mein Mikro ist total schief, sehe ich gerade. Was ist denn das? Ach, hier kommen wir jetzt wieder raus. Hier in dieser Standard-Dingsbums-Welt. Ist hier denn auch irgendwo ein Klotz zum Drücken? Nicht, gell? Schade. Also wieder die Frage, wo geht's weiter? Wie kommen wir voran? Da war ja nur das. Ja, diese eine Kiste, wo wir nicht rankommen. Das ist ja auch noch die Frage. Ich gehe mal da nochmal schnell rein. Das war doch hier, oder? Ja. Ja. Das war doch hier, Blum. Nein, das ist der Glockenturm, wo wir die Glocke läuten konnten. Und ich gerade keine Lust drauf habe, zum Glocke läuten. Im Turm. Drehen. Da. Und hinein in diese Welt. Oder? Hier sind wir doch richtig. Kann es sein? Nee. Sind wir nicht. Aber da gibt es auch noch so viel zu tun.
Hä? Letztes Mal waren die Grafikfehler doch nicht mehr da. Also die schwarzen Löcher. Das sind ja keine Grafikfehler, sondern schwarze Löcher. Das hier können wir doch auch nicht verschieben. Ich dachte gerade nur. Hier in der Welt war es ja so, dass wir nicht springen können. Dass nachts hier, wo, da, dieses da unten da zum Leuchten anfängt. Und eine Eule dort drüben auf dem Baum sitzt. Ist nur die Frage, warum sind hier schon wieder schwarze Löcher und was tun die da und können die nicht mal abhauen? Ja, das ist, sind die wichtigsten Fragen der Welt, die ich mir hier gerade stelle. Und ich überlege gerade, wie wir denn die Augen abstellen können, also das Wasser, was da rauskommt aus den Augen. Denn es ist ja so, dass hinter dieser Wasserwand befindet sich ja noch eine Tür, in die wir hineingehen könnten, wenn wir das sehen würden. Aber das sehen wir ja nicht, weil da ja Wasser davor ist. Und das ist halt blöd. Jetzt müssen wir hier warten, bis es wieder dunkel ist. Ach, die Feder sind weg. Wow. Da weiß ich jetzt also, wie man die hier abstellen kann. Indem man da reingeht. Gut zu wissen. Die Eule hatte uns doch den Tipp gegeben, vieles ist eins und eins ist vieles, oder? Ja, da guckt er sich um, unser Gommes. Ob die Eule denn bald kommt oder nicht. Und wie lange wir hier noch rumstehen müssen. Ich mach's mal einfach folgendermaßen, damit die Folge nicht so lang wird. Wir sehen uns dann in der Nacht wieder. Bis dahin.